Moin, neue Runde Satisfactory. Yo, ja, man lernt ja dazu, ne? Hier habe ich erstmal ein paar Sachen von mir hier reingetan. Habe ich das schon ab und zu mal gemacht, aber dann wieder vergessen, ne? Inventar voll, war nochmal ein Tipp, Hinweis. Alles Zuschauers. Ja, meine Sachen drin, damit nicht mehr so viele Kisten hier entstehen. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Die Sprengstoff habe ich in der Hand, weil ich Pflanzen weggebombt habe. Und das zeige ich auch gleich, warum, weshalb, wieso. Die Schiene ist jetzt hier unten komplett weg. Das muss natürlich noch gemacht werden. So, ich habe mal was vorbereitet. So. Nummer 1. Also hier ist Strom. Die sind jetzt auch mal angeschlossen, damit man auch in der Nacht was sieht. Nee. Nummer 1. Hier außenrum ist jetzt so eine Sache. Muss ich nochmal gucken, wie ich das hier hinkriege. Dieser Kreis ist gemacht worden mit dem Mod, den ich mal vorgestellt habe, und dann natürlich wieder den Rest rausgelöscht, weil sonst ist ja hier viel zu viel. So, und dann haben wir das hier auch noch. Auch das hier mit diesem Mod, dieses Rote, was da unten leuchtet, das ist hier so ein Ding da, so ein Laberstein da. Hier, der da. Der. Ja, wenn man wegmacht, dann leuchtet er nicht mehr rot. So, und die, huch, wieso hat er jetzt nicht mehr den Sprengstoff in der Hand? Auch interessant. So. Zack, weg. Interessanterweise habe ich festgestellt, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das nämlich eben den Spielstand nochmal geladen. Ja. Hat er jetzt gesehen, lässt sich nicht wegsprengen. Aber manchmal. Da ist er weg. So. So. Ja, deswegen leuchtet das Ding da rot. So, pumpen. Eben habe ich gesagt, ja, hier sitzt eine Robbe. kannst du mal abhauen, bitte? Ganz toll, die kann man töten. Ich glaube, 30 von diesen Dingern brauchen die hier. Hier von den Sprengstoffdingern. 30. Dann sind sie platt. So. Also, ja, wir brauchen das. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die irgendwie, wie nah sind die da dran? Ich glaube, so nah, dass ich. Wo ist die hin? Habe ich die hier reingetüdelt? Oder habe ich die vertüdelt? Wir machen dann erstmal die. Warte mal. Lass mal hier gucken. Sind sie nicht drin? Sind sie hier drin? Welche von den Dingern brauche ich? Die, ne? Ah, lieber rein, bevor sie wieder flöten gehen. Lass mal gucken. Ja, die. Ja, dann lass uns doch erstmal hier rummachen. Ich will mal gucken. Ich müsste drei Abstand, habe ich, glaube ich, gemacht. Also hier, guck. Warte, noch weg. Da, eins, zwei, ins dritte. Eins, zwei ins dritte. Das Einzige, was ich jetzt halt nicht will, ist, dass das dann aussieht wie. Warte mal. Eins, zwei ins dritte. Der muss dahin. Dass die Dinger da aber auch immer da sind, wo ich hingucke. Und dich. Achso, ich habe das hier noch in der Hand hier. So. Und man kann nämlich den hier, deswegen habe ich das gerade auf den Boden setzen. So. Ne? Und dann kann man nämlich hier so tun, als ob. Mal gucken, ob wir da noch mehr Ständer brauchen, sonst ist es nämlich nicht rund. Wisst ihr, was ich meine? So, warte. Die steht auf jeden Fall falsch. Die muss ein Stück weiter rüber, meiner Meinung nach. Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. So. Der muss auf jeden Fall. Ist hier schief gegangen. Das ist halt jetzt so eine Sache. Pass mal auf, gib mal hier. Das habe ich da vorhin schon getestet. Übrigens, einen Mod habe ich deinstalliert. Den habe ich nämlich auch erst versucht zu benutzen. Weil der inkompatibel ist zu dem Sein-Mod. Ich wollte da nämlich ein Schild aufstellen. Was ist das denn? Ich wollte da nämlich ein Schild aufstellen. Und jetzt ist das Spiel gecrashed, also die Unity Engine. Und zwar Area Action Mod. Dem habe ich nämlich auch rumgefuhrwerkt, um den Kreis da besser hinzukriegen. Und der wollte dann.
Ja, und jedes Mal, wenn ich das Sein-Mod aufgemacht habe, hier dem, wo man das. Beschissen aus, ne? Wo man den so einen Emergency-Ausgang und so ein Kram, ne? Die Schilder wollte ich hinstellen und dann crasht der. Sollte aber eigentlich gehen. Der steht falsch. Lass uns das nochmal gucken. Ich mache mal gerade hier rum. Aber ja, warte mal, kriegen wir den noch anders dahin, sodass das einigermaßen rund ist? Machen wir den halt erstmal dahin und dann, vielleicht manchmal geht es, wenn man den schmalen nimmt, das Rohr. Und dann daraus wieder das große macht. Fragt mich nicht warum. Ist so. Dieser Knick, der sagt mir nicht zu. Dieser Knick sagt mir nicht zu. Gut, das ist dann Sachen, das muss ich im Off fabrizieren. So, und jetzt du weg. Und dann kann man es verbinden. Ist sowieso schon zu viel. 1, 2, 3. Mein hier für ein Mist. Der kommt ja gar nicht da dran. Jetzt muss ich mal gucken, wie gehe ich eigentlich. Ich will mit dem Ding. Wenn es eine Schnecke. Warte mal. Wir müssen das mal ganz anders da jetzt, Entschuldigung für die Verwirrtheit, angehen. Und zwar, den muss ich erstmal zumachen. Nochmal. So. 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 Und so. Und jetzt brauche ich hier mal kurz eine Foundation. So, gib mir mal eine her. Geh mal nach da. Und jetzt brauche ich eine große. Und geh mal hoch. Nein. Und geh mal hoch. Na, so. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. 8. Sag mal her. Ich brauche jetzt nur die Höhe, deswegen. 8. Und ich brauche diese Höhe da drüben. Geh mal nach da drüben, bitte. So. Die sind nicht in der Mitte, ich weiß. Ich brauche jetzt aber hier erstmal nur die Höhe von dem Teil. Da geht nichts drüber. Das ist jetzt nur für Höhepeilen. So. Und dann. Eigentlich. Boah. Oder hier rüber. Aber hier. Es geht um die Rohre. Wo ich rüber will. Darum geht es unter anderem. Mal die Pumpe. Gehen wir mal das Ding. Komm. Das ist schon wieder so ein Vieh. Die spawnen auch hier wie blöd. Deswegen habe ich auch die Nerven nämlich. Ja, anmalen will ich nicht. Oh. Wann kann der durchs Wasser rennen? Gleich nicht mehr. Säuft er ab. Das muss anders da fabriziert werden, weil. Zack. Hätte ich in der Mitte. Das wäre jetzt so. Zack. Rohre hat es, ne? Also wegen Rohre, weil das gibt noch was ganz Abgedrehtes hier. Wartet mal. Drei Stück geben ein 600er Rohr. Ich mache jetzt erstmal hier 1, 2, 3 die Dinger hin. Jetzt ist mir das erstmal wurscht. Dass das Teil aber auch immer. Die habe ich da aber nicht so nah dran, ne? Zeig mal her. Da muss man gucken, wie das von oben aussieht. 1, 2, 3. Snappen die? Ne, die snappen nicht. 1, 2, 3. Hoffentlich habe ich mich nicht verzählt und nicht in Mist geplant, hey. 1, 2, 3. Oh. Da geht's schon los.
Zeig mal her. Ist das du? Da war eben eine Stromleitung. Eins, zwei, drei. Scheiße. Was ist denn da im Weg? Was ist denn das? Stromleitung. Geh weg. Geh du auch nochmal weg. Eins, zwei, drei. Hier, jetzt. Wir müssen gucken, was da im Weg war, und dann setzen wir das gerade da wieder hin. So. Eins, zwei und drei. Wehe, da ist jetzt wieder was im Weg. Natürlich ist da was im Weg. Was ist denn da jetzt schon wieder im Weg? Setzen wir da wieder. Ist da noch irgendwas hinten drin? Meine Verkabelung hier, querbeet. So, zum Testen. Eins, zwei, drei. Ja, das sind die Dinger. Da müssen wir den Damm. Ja, der ist sowieso noch nicht fertig. Ja, eins, zwei, drei. Jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja meistens nicht genügend Freiraum. Was ist denn hier schon wieder? Was ist denn das? Ein Stein. Den kann man doch aber eigentlich. Die Dinger kriegt man doch eigentlich weg. Nein. Echt jetzt? Mach mich bloß nicht schwach, du. Also. Sehe ich doch. Nein. Atmen will ich nicht. So. Eins, zwei, drei. Sag ich doch. Geht nicht. Nicht genügend Freiraum. Nicht tief genug. Geh mal weg. Kann man da vielleicht? Dann gehen wir da mit dem Wasser da lang. Geh du mal weg. Ah, mit dem Wasser doch, mit den Rohren. Komm mal her. Eins, zwei, drei. So, der muss weg. Ich habe immer noch die alte Krolle in der Hand von dieser Maschine da. Zum Testen. Gleich mal wegmachen. Müllt ihr das ganze Inventar voll jetzt. Hau ab, Mensch! So. Irgendwas noch da unten, was stört? Nee. So, komm her. Eins, zwei, drei. Und der hier passt nicht, aber es geht auf jeden Fall auf. Der passt nicht. Ressource ist nicht tief genug. Dann gehen wir hier. Ja. Mit den Rohren raus. Behaupte ich jetzt mal so. Wir haben ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist eine schiefe Zahl. Das kann man natürlich wegen der Optik. Also wenn die voll laufen, ne? Wir haben 600 in diesen Teilen. 600. Das wären jetzt zwei. Das sind 1200. 45 macht so ein Teil. Wie verrechnet? Alles kann man hier, ne? 45. So. Ich hab jetzt keinen Bock auf Kopfrechnen. Ja, genau. Ach Quatsch, ist doch nicht im Chat, ist doch da. 645, 13,33. So. Ist nicht wirklich viel. 13,33. Da kriegen wir 13 Kohlen. Warte mal. Jupp. Ja. Kann man eigentlich versetzen. Da kriege ich ja das Rohr nicht dran.
Und hier? Was ist denn, wenn ich es nach innen mache? Besser nach außen. Aber es ist ja enger. Ja, ich setze mal so ein Ding hier hin. Lass uns mal hier so ein Teil dahin hinfriemeln. Huch. Huch. Geh weg. So. Aber versetzt. Nee, oder doch nicht versetzt. Sag mal her. Der muss ein Stück zurück. So. Eins. Zwei, drei. Da passt das ja hier von der Enge nicht hin. Der wäre dann hier. Nee, wäre er nicht. Doch, wäre er. Aber halt weiter weg. Da wäre er. Ha. Lass mal. Aber das Ding ist zu nah dran. Kann der sagen, was er wollt. Wenn ich es jetzt so hier fabriziere... Die müssen tiefer, sage ich schon. Die müssen näher ran. So. Jetzt nochmal. Wie kriege ich denn dieses blöde Rohr? Das ist ja eigentlich hier drei. Machen wir den mal 1, 2, 3. Dann ist der eigentlich weg. Was ist denn hier für ein Mist? Lass das mal so funktionieren. Irgendwie habe ich einen Knoten im Hirn. Das ist auch wieder verdammt früh. So. So. Warte, ich gehe das mit euch durch und dann mache ich es fertig. So, warte. Damit ihr wisst, um was es hier geht. Ne? Den. Natürlich kann man die Dinger, weil wegen der Optik, kann man ja auch nach unten takten. Nur habe ich dann genug von diesen Rohren. Oder halt Wasser, ne? Darum geht's ja. Da nicht. Hier. 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 So. Geh mal weg. Mal ran. So, eins, zwei, drei. Und jetzt, damit es hier rund läuft, wahrscheinlich wegen, damit er nicht eckig ist, ne, habe ich das so gemacht. Lass mal gucken. So. 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 Der mit dem. Ihr, du darfst mit dem. Du darfst jetzt mit dem was machen. Der steht aber wieder näher dran als der, ne? Weg. Und. Die stehen ungleich. Das triggert mich dann. Eins, zwei, drei. Die stehen weiter weg. Aber hier ist dann halt... Ne, der steht dann ungefähr so. Ungefähr so. Dann muss ich die nochmal anders da anordnen. Aber ich zeige euch halt, was ich machen will. Damit ihr da Bescheid wisst. Wenn ich das dann, ja genau, dran tüdel. Ne, warte. So. 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 Und ein einfaches Röhrlein. So. Die sind weiter weg als die. Die sind näher dran. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal hier hochgeht.
Ist jetzt so eine Sache. Aber wie kriege ich denn jetzt... Ich mache mal den hier rum. Und den friemeln wir jetzt da dran. Komm her. Machen wir den noch. Und... Machen den hier einmal. Und... Nein. Manchmal snappen die irgendwie ganz komisch. Und dabei habe ich mir so müde gegeben. Nein, da soll es nicht hin. Da soll es hin. So. Und du kommst dahin. So. Und dann kriegst du hier noch ein Dreierrohr. Und kommst du hier so rum. Na, ah, wieso snappt der denn der verdammte Axt so blöd? Ja. 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 Und so. Kann man auch noch anmalen, die Rohren. So. Und mit Ventilen eine Richtung vorgeben, was ja eigentlich erstmal Latte ist. So, dann haben wir aber hier, die kommen eigentlich weg. Huch. So. Haben wir 2x600 da. Und die können wir eigentlich anschließen hier mal. Müsste eigentlich da Saft drauf sein. Von wo? Da rechts. Da. Ne, den da. So. So. Und den können wir auch nochmal anschließen. Den habe ich jetzt einfach mal querbeet. Der muss den rechten, damit das gerade ist. So. Soweit so gut. Ich habe aber noch einen Knoten im Hirn, weil ich habe ja jetzt die machen ja über... Ach Quatsch, das ist dann 600er Rohr. Ich bin ja bescheuert. Mann, bin ich doof. Wisst ihr, das ist zu früh einfach um diese Uhrzeit. Ich sage euch, was Fehler war. Ich war die ganze Zeit, dass das ein 300er Rohr ist. Hier. Das ist aber ein 600er Rohr. Dann kriege ich natürlich mehr von diesen Dingern da dran. Nämlich 5. Na, bin ich blöd. 1, 2, 3. Ich ändere es gerade mal ab. Warum jetzt das hier? Den muss ich gerade nochmal neu setzen. Auf einmal. Ich habe das Rohr abgemacht. Der hier, wir machen den gerade mal weg. Hier. Sagt er dann auf einmal, das ist nicht tief genug. Fragt mich nicht warum. Wohin dahingesetzt. Jetzt sagt er, ist nicht tief genug. Ja. Das ist immer so eine Sache, ne? Übrigens, das Licht ist angegangen. So, dann tüdeln wir den hier nochmal dran. Und zwar nach da. Bitte. Und wir brauchen... Machen den hier nochmal weg, damit man das sieht an dieser Halterung von diesen Halterungen. So. Mann, habe ich wieder... Ich sag doch, um die Uhrzeit darf ich einfach nicht... Das ist ein 600er Rohr und kein 300er. Ich war bei 300. Deswegen. So. Es wird auch ein Schuh raus. Und einen tun wir dann untertakten. So läuft das. Warum sagt ihr es nicht gleich? Ne? Wieso ruft mich keiner an und sagt, hier, hör mal zu, machst du denn da für Mist? Du Noob, du. Das ist aber Mist hier. Oh Mann. Warte mal. So irgendwie. Müssen wir mal gucken. Halt. Nein, so nicht. Goah. Wir müssen mal gucken, ob wir das so hinkriegen. So. 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 Das ist Mist. Musst du weg. Also ihr wisst auf jeden Fall, was ich vorhab. So. Kommt da das Wasser her? Du schon einen angeschlossen gehabt? Ja, ne? Ja, klar. So machen wir das. So, wisst ihr Bescheid. Ich mach das Ding für die nächste. Hier ist das Licht angegangen. Da, hier. Guckst du? Kann man eigentlich hier in der Mitte nochmal Lichtchen machen. Das sehen wir gleich. Dann. Ich fabriziere das Ding fertig. Das da. Und... Hier kommt ja das gleiche, das, ne, außenrum, tada, oh,
Nicht genügend Freiraum. Was ist denn da schon wieder? Das ist das da. Hier und hier. Das kommt hier hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? So fabrizieren wir das. Und dann müssen die Rohren darüber und dann geht's weiter, weil wir brauchen, da ist nicht, hier im Dunkeln sieht man die Schnecken ja mal so geil. Da hier, guck mal, wie weit man die sehen kann. Also ich hoffe, auf YouTube könnte das, die ist mir noch gar nicht aufgefallen oder ist die jetzt, ach, kommt sogar ein Speicherfries, komm. Was ich jetzt hier in letzter Zeit wieder an Schnecken gesammelt habe, vor allen Dingen hier, im Dunkeln. Dunkeln ist gut munkeln. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann stehen die Wasserpumpen da drin. Also, wisst ihr Bescheid. Bis dann. Ciao.